Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Mirage. So, meine lieben Friends, wir machen jetzt hier weiter, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Beziehungsweise, by the way, ich bin hier hingelaufen. Oh. Den nehmen wir mal mit auf dem Weg. Und jetzt schauen wir mal, was hier so abgeht. Klettern hier den Turm mal kurz hoch. War unterwegs, der ging nicht. Das war sehr ärgerlich. Da bin ich in so eine Höhle einmarschiert. Hab die ganze Höhle geklärt, aber kam trotzdem irgendwie nicht hoch zu dem Turm. Mir nicht ersichtlich, warum das nicht ging. Ganz komische Situation da. Gucken, ist hier was drin? Nee, oder? Da. Ja. Nochmal schnell was einsammeln hier. So, weiter geht's. Hoffentlich. Ja. Also bin ich schon gespannt, ob ich in dieser Höhle, ob wir da irgendwie noch Zugriff nach oben kriegen. Vielleicht geht da irgendeine Mission hin, sodass wir das diesen Moment gar nicht machen konnten. Wer weiß, ich habe keine Ahnung. Schauen wir uns das Ganze nachher dann mal an. Beziehungsweise ich schaue mir das Ganze an. Ich zeige euch das nochmal kurz. Es geht hier drum, um diesen Punkt, um diesen Aussichtspunkt. Keine Ahnung, warum das nicht ging. Da bin ich auch zu blöd gewesen oder whatever. So einen Händler fragen. Haben schon 20% bei den Händlern. Hab nebenbei so ein paar Aufträge erledigt. Hey, was? Halt's Maul. Es gibt einen drauf hier. Hallo, werte Dame. Sei gegrüßt, Said. Hallo. Na, ich bin schon da. Brauchst nicht sagen, komm her. Lass mich deine Waren ansehen. Vieles ist frisch reingekommen. Oh. Man sollte nie ohne aus dem Haus gehen. Danke für deine Unterstützung. Sonst nichts? Ah doch, wir können Sachen vielleicht noch verkaufen. Schauen wir mal, was du hast. Sieh dich nur um. Oh, gab auch noch mal ist das alles? Ja, das war alles. Mehr habe ich nicht. Entschuldigung. Ich muss gehen. Bis demnächst. So. Das Kapitel, beziehungsweise... Ja doch, nicht das Kapitel, sondern... Sondern der Abschnitt heißt Alte Wunden. So, Abschnitt, das war das, was mir fehlte. Warum? Werden wir jetzt sehen. Basim? Du bist es wirklich? Nihal. Ich... Ah. Sag nichts, Sadiki. Es tut mir so leid wie dir. Ich habe dir so viel zu erzählen. Und ich dir. Wir werden einander eine Audienz gewähren. Okay. Doch zuerst muss ich etwas wissen. Ja. Warum bist du wie ein Bauer gekleidet? Wie ein Bauer? Vielleicht habe ich dir weniger zu erzählen, als ich dachte. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, wie die Zeit ohne mich für dich war. Und du? Du lebst doch hoffentlich nicht hier, oder? Weniger leben, mehr arbeiten. Woran? Woher kenne ich das? Du hast es gesehen. Auf diesem Ding aus dem Winterpalast. Ich habe versucht, mich an alle Besonderheiten zu erinnern. Du hast dich die ganze Zeit mit diesem Zeichen beschäftigt? Warum? Weil auch ich es schon einmal sah. Okay. Ich weiß nicht mehr wo oder wann. Nur, dass ich es kenne. Was es auch sein mag, es ruft nach mir. Ich habe vor, sein Geheimnis zu lüften. Und du solltest das auch. Okay. Ja, aber natürlich ruft die Pflicht. Hör schon auf.
Ich werde es im Kopf behalten, wenn du dann mehr Zeit außerhalb dieser muffigen Mauern verbringst als dahinter. Du sorgst dich wirklich um jeden, oder, Basim? Wir sehen uns dann. Dafür sind wir jetzt dahin? Der Orden der Ältesten ist noch längst nicht besiegt. Meisterin Roshan brütet sicherlich schon einen Plan aus, um sie auszumerzen. Und vielleicht sollte ich mich etwas genauer mit Nihals Besessenheit beschäftigen. Wie es scheint, versucht Nihal herauszufinden, wo sich eine geheime Kammer befindet. Was ist das? Das ist der Laden. Check ich nicht. Lass deinen Blick schweifen. Findet sich nördlich der Dünen. Finde die Städte. Aber die Hinweise haben wir nicht. Haben wir noch nicht genug Hinweise dazu, würde ich mal sagen. Na, also. Wenn ich das jetzt mache, so... Du hast genügend Material für eine Verbesserung, um die Hilfsmittel zu verbessern. Sind das hier die Dünen? I don't know. Gut, dann reisen wir zurück. Keine Ahnung, was sie damit meinten. Was ich da hätte tun sollen. Also ich habe kurz mit ihr gesprochen. Ich muss weitere Hinweise suchen, aber ich habe da oben nichts zu tun. So. Gepriesen sei Allah. Er sei gepriesen. Gut, dass du wohlauf bist. Gepriesen sei Allah, der erste von vielen noch kommenden Erfolgen. Das können wir nur hoffen. Es gibt noch viel zu tun. Während wir auf El-Khul konzentriert waren, suchte Fulad in aller Stille nach Orten für weitere Bruderschaftshäuser. Ich habe in drei Bezirken höchst unauffällige Behausungen gefunden. Okay. Tabit und Rifka sind aus Alamut gekommen und auf dem Weg nach El Abbasiyah und El Kach. Ich breche bald nach Asharkia auf. Und ich schließe mich Rifka in El Kach an, wo Bestechlichkeit so normal ist wie trockene Luft. Sprich mit Abu Jafar über die Dinge, an denen er arbeitet, und dann komm zu uns. Okay. Sieh dich um, Basim. Ich habe vielleicht etwas, das dich interessiert. Na, dann bin ich mal gespannt. Blasfall, Rauchbombe, Falle,
Das sollte mir dienlich sein. Vielen Dank, Ahmad. Ich bin Abu Jaff. Du scherzt. Von Zeit zu Zeit. Bis später dann, Abu Jaffar. Pass auf dich auf. Du auch, Basim. Danke. Verschiedene Bruderschaftshäuser der Verborgenen sind jetzt verfügbar. Aber eben willkommen, wurde mir angezeigt, willkommen, dass ich noch ein Hilfsmittel verbessern kann. Ich würde gern kurz deine Weisheit beanspruchen. Sieh dich um. Löst die Leiste, okay. Oh, das ist aber eigentlich wichtiger. Das ist, glaube ich, sehr gut. Genug gesehen. Ja. Kannst du noch eins freischalten? Sicherlich wart ihr nicht untätig. Das ist mein Angebot. Ah, ich habe aber nur Freischaltmittel, okay. Bemerkenswert. Meinen größten Dank. Leb wohl. Rang erreicht Lehrling, okay. Was passiert hier? Was geschieht hier? Ein Hilfegesuch von Marjana, der Tochter von Ali Baba, ein Händler, unermesslich reich. Was könnte die Tochter eines berühmten Kaufmanns wollen? Da steht, ich soll sie vor den Toren von Bagdad treffen. Dann gucken wir uns das in der nächsten Folge auf jeden Fall an. Das war ein bisschen hier so mehr herumgeforsche diesmal. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem gefallen und ja, supportet das Projekt weiterhin. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.